Mahlzeit, hier ist wieder Bretstyle mit einem weiteren Deckheroes-Tutorial. Heute geht es um die Morty-Kreaturen, die Top-Kreaturen im Bereich 3 Sterne, 4 Sterne und 5 Sterne. Und wir fangen direkt mal mit 3 Sterne an. Ja, die Top-3-Sterne-Kreatur ist die Dunkle Hexe. Sie bringt mit Voodoo 8 Unheiliger Pakt, wodurch sie andere Mortys bufft, und Voodoo 6. Also die Nonplusultra-Karte für ein Heldenkiller-Deck, das sogenannte Hexendeck. Sie gibt es größtenteils auf der Gildenkarte zu holen und im Labyrinth. Nee, nicht auf der Gildenkarte, nur im Labyrinth, sowas. Und wie ihr schon seht, Glücksdrehen, Münzbeutel, Juwelenbeutel, Morty-Paket. Also ja, Labyrinth kriegt man sie wohl am besten. Als nächstes habe ich mir ausgesucht den Manticore. Er bringt mit Wolkenexplosion, hat also die Chance, drei Gegner zu lähmen. Er hat Wiedergeburt, kommt zu 45% wieder und zudem hat er Volltreffer, wodurch er Frostpanzer und dergleichen ignoriert. Ja, und zu guter Letzt habe ich vielleicht noch den Frostherold. Sie hat auch wieder Frostbeule und kann drei Kreaturen zu 35% einfrieren. Voodoo 5 macht Schaden am gegnerischen Helden und Lethargie reduziert den Angriff aller gegnerischen Kreaturen jede Runde um 40. Also auch eine ganz coole Kreatur für 3 Sterne. Nennenswert wären vielleicht noch der wilde Ifrit. Er macht halt Lodern 6 auf alle gegnerischen Kreaturen, hat Explodieren, wenn er stirbt, macht dann nochmal 240 Schaden an allen gegenüberliegenden und angrenzenden Kreaturen und zudem noch, nee, Quatsch. Doch, bei Zerstörung, genau. Und zudem hat er noch die Feuerbombe 6, auch nochmal beim Sterben, wo er auch nochmal in allen Kreaturen 180 bis 300 Schaden macht. Also ziemlich cooler Damage-Dealer, sofern er stirbt. obwohl mit Explodieren-Rune natürlich sehr gut, da wird das dann jedes Mal ausgelöst und er stirbt nicht. Und was vielleicht auch noch ganz gut ist, ist der Verderbensbringer. Erhöht Angriff gegen Feen, ist nicht so gut, aber das Plagen 6 ist halt hier sehr gut, was Angriff und TP aller gegnerischen Kreaturen reduziert und der unheilige Pakt, der eure anderen Mortys hochbufft. Ja, kommen wir zu den 4-Sterne-Kreaturen. Was ist hier das Beste bei den Mortys? Also mit das Beste ist der Herold. Er macht Seelentausch 6, heilt sich dadurch und bufft seinen Angriff, wenn die Rune dabei ist. Er hat Ausweichen 6, ist also recht tanky, zudem hat er noch Wiedergeburt 6, hat also noch eine Chance wiederzukommen. Er wird sehr gerne mit Verwerten verschmolzen oder mit sowas wie Soforttötung, eben durch dieses, dass er sehr tanky ist, sich selbst heilt und auch noch Wiedergeburt hat. Dann ist der Höllenwolf eine der mächtigsten 4-Sterne-Kreaturen. Er hat Meteor 8. Macht also 240 bis 400 Magieschaden an einer gegnerischen Kreatur. Bufft alle anderen Mortys um 100 Angriff. Aber das Wichtigste an ihm ist wohl die Soforttötung, dass er beim Ausspielen umgehend eine gegnerische Kreatur zerstört. Ist halt sehr gut, wenn es auf ihm bleibt und er dazu noch das Disposal bekommt. Also, dass er eine Handkarte abwirft. Oder halt als Verschmelzziel, dass man die Soforttötung auf andere Kreaturen drauf verschmilzt. Als nächstes habe ich mir ausgesucht den Dullahan. Er ist ähnlich gut wie der Herold. Ich finde ihn nur gerade nicht. Da ist er. Er hat Steinhaut, zudem Kampfhieb und halt auch wieder die allseits beliebte Wiedergeburt. Also auch eine sehr, sehr gute, tankige Karte, die zudem halt auch wiederkommen kann. Dann habe ich das Auge von Yonara. Ist wieder Seelentausch drauf, wie beim Herold, also heilt sich selbst und richtet Schaden an und mit Rune erhöht es auch noch den Angriff. Dazu haben wir Auswählen 8, was bei zwei gegnerischen Kreaturen 240 Schaden macht und zudem noch Zwiespalt 8, was also eine gegnerische Kreatur den gegnerischen Helden angreifen lässt. Alles in Verbindung mit Runen natürlich noch sehr, sehr viel mächtiger. Dann haben wir die Magiekönigin. Sie bringt mit Ausweichen und Immunität, beides auf 5 und zudem das übermächtige Osmose, was dem gegnerischen Helden bei einem direkten Angriff die Wut entzieht und auf den eigenen Helden überträgt. Sie ist natürlich das prädestinierte Ziel für eine Rückzugverschmelzung, weil sie dann jede Runde diesen Effekt durchkriegt und ja, sie ist halt absolute Top-Tier-Karte, was das angeht. Sieht man auch in allen High-Level-Decks. Als nächstes habe ich Delilah.
Sie bringt mit Zwiespalt 10, also eine 80% Chance, dass die ausgewählte Kreatur den gegnerischen Helden angreift. Zudem Ausweichen 7, sie ist also tanky, und Seelentausch 10. Macht also 300 Schaden, heilt sich um 300 und erhöht den eigenen Angriff auch noch, wenn die Rune drin ist. Also auch eine sehr coole Kreatur. Dann habe ich die Puppenspielerin. Sie hat Todesmarsch, erhöht also den Angriff aller Morti-Kreaturen. Zudem Gotteswille macht für jede gegnerische Kreatur auf dem Feld Schaden am gegnerischen Helden. Und das sehr, sehr coole Todesblick, was immer eintritt, egal ob sie irgendwie eingefroren ist oder sonst was, aber die gegnerische Kreatur setzt die nächste Runde aus. Allerdings muss man dazu sagen, das kann mit Immunität auch widerstanden werden. So, was haben wir als nächstes auf der Liste? Lykantrop, den habe ich selber noch gar nicht, finde ihn aber ziemlich cool. Er hat Lebenssaft, heilt sich also um 60% des Schadens, den er anrichtet. Zudem hat er Kampfhieb und auch noch Ausweichen. Also er macht sehr viel Schaden, hält etwas aus und heilt sich auch noch selber. Wieder eine gute Allround-Karte. Als nächstes habe ich den dämonischen Templer. Er hat Zerreißen, was die Heilung an gegnerischen Karten verhindert, in Verbindung mit Rundumschlag, was natürlich für starke Heiler-Decks der optimale Konter ist, ja, weil er halt im Idealfall drei Kreaturen die Heilung verwehrt durch das Zerreißen. Und zudem hat er halt auch noch Wiedergeburt 6 und ja, ziemlich coole Kreatur, wie ich finde. Und als letztes habe ich den Höllenritter. Der ist verschwunden. Nein, da ist er. Er hat wieder den Kampfhieb 6, ist ungebunden, sein Angriff kommt also auf jeden Fall durch und er hat auch noch Unheiliger Pakt, also er bufft alle anderen Mortis die HP hoch, also sehr coole Sache. Ja, lohnenswerte Nebenbei-Erwähnungen wären vielleicht noch die Geisterrichterin. Sie ist etwas schwieriger zu besorgen, hat aber die giftige Klinge drauf, also die gegenüberliegende Kreatur setzt zu 65% die nächste Runde aus. Reflektieren ist nicht so toll, aber Gottes Wille ist nochmal ganz nett. Also so für Heldenkiller-Decks ist sie noch eine gute Alternative. Dasselbe gilt für den Blutfürst. Mit Ausweichen ist er ein bisschen tanky. Er hat auch wieder Seelentausch, um sich selbst zu heilen und seinen Schaden zu erhöhen. Und hat halt auch Gottes Wille 7 drauf, wo er halt nochmal Schaden an gegnerischen Helden macht. Also auch eine gute Karte für Heldenkiller-Decks. Dann habe ich auch gleich noch zwei Negativerwähnungen, wo wir schon dabei sind. Das eine ist die Grubenpriesterin. Absolute Dreckskarte. Feuersbrunst, ja, okay, ist ganz nett. Wiederherstellung, ja, okay, ist ganz nett. Reflektieren, na, bestenfalls okay. Aber ja, Dreckskarte braucht man nicht spielen. Schwachsinn. Nehme ich immer zum Verfüttern an andere Karten, um die hochzubuffen. Dasselbe geht für den Grubenlord. Verderben 6, braucht kein Mensch. Lebenssaft 6, ja, okay, er heilt sich, aber er bufft halt auch nur noch die anderen hoch. Also nichts Halbes, nichts Ganzes. Nehme ich auch immer, um andere Kreaturen hochzuleveln. Ja, schreiten wir zu den 5-Sterne-Mortis. Hier nehme ich wie immer die, die leicht zu besorgen sind und die in meinen Augen Must-Have sind. Da haben wir auf Platz 1 die Thalassa. Gibt es gleich für das erste Siegel zu holen. Verderben braucht hier kein Mensch, Todesmarsch braucht kein Mensch. Hier kommt es einzig und allein auf das Wiederverwerten 1 an, was erstmal auf Thalassa ganz okay ist, weil Thalassa ja durch Todesmarsch 7 zumindest noch andere Morti bufft. Aber schnellstmöglich solltet ihr das natürlich wegverschmelzen auf andere Kreaturen wie Gehörnte Bestie oder Herold oder dergleichen drauf. Das ist eigentlich der Hauptnutzen von Thalassa. Auf Platz 2 habe ich Gorgone. Die ist zugegebenermaßen nicht so leicht zu besorgen. Da gibt es zumindest keinen leichten Weg. Also sie könnt ihr nur ziehen am Altar oder für bestimmte Booster-Pakete. Aber ihr Skillset ist halt extrem nice. Also sie hat Voodoo 7, macht also Schaden am gegnerischen Helden. Und mit Voodoo-Rune entzieht sie ihm dann natürlich auch seine Wut. Zudem hat sie Verzögern 3. Drei gegnerische Kreaturen setzen nächste Runde aus. Und sie hat auch noch Beseitigung. Also die könnt ihr halt noch mit coolen Sachen wie Soforttötung oder so verschmelzen, dann ist die einfach nur genial, die Gorgone. Also ich liebe diese Karte. Ist aber wie gesagt nicht ganz so leicht zu besorgen. Als nächstes habe ich den Todesengel, den ich gerade noch wieder nicht sehe. Da ist er. Er hat bei seinem Ableben Soforttötung, also wenn er stirbt, reißt er noch eine gegnerische Kreatur mit. Zudem hat er Beseitigung beim Ausspielen. Und er selbst hat auch noch Wiedergeburt 8, also die Chance ist sehr, sehr hoch, dass seine beiden Effekte nochmal kommen.
Ihn gibt es am Siegel, am letzten Siegel zu entriegeln und ja, sollte man auch auf jeden Fall mitnehmen. Geniale Karte. Dann haben wir den Grubendrache, den gibt es auf der Gildenkarte zu holen. Der hat Wiedergeburt 6, hat ungebunden, sein Angriff kommt immer durch und zudem Volltreffer. Also ungebunden und Volltreffer in Kombination ist natürlich total genial. Wenn er da jetzt noch sowas wie Kampfhieb oder so drauf macht, ist das Ding eine absolute Macht. Gibt es, wie gesagt, auf der Gildenkarte. Und die letzte, oder obwohl, nee, sagen wir mal noch zwei. Der Terrordrache ist noch erwähnenswert. Den gibt es. Gibt es den auch auf der Gildenkarte? Ja, gibt es auch auf der Gildenkarte. War ich jetzt gerade gar nicht sicher. Ja, er hat Steinhaut, was sehr cool ist. Reflektieren ist nicht so gut. Aber Kriegsrausch 9 ist natürlich nochmal absolut Porno. Wenn die gegenüberstehende Kreatur mehr HP hat, erhöht er seinen Angriff um 135%. Das ist schon richtig fett. Und er ist halt, wie gesagt, auch leicht zu besorgen. Und ist dann gut für so Sachen wie Gildenkarte, Grimoire und dergleichen. Also alles, wo die Gegner viel HP haben. Da bieten sich diese Kriegsrausch-Kreaturen immer an, auf jeden Fall. Ja, und dann die letzte Erwähnung wäre die Geistersirene. Auch die gibt es auf der Gildenkarte zu holen. Und sie hat auch wieder ein sehr mächtiges Skillset. Sie hat wieder Voodoo, was in Verbindung mit Voodoo-Rune den gegnerischen Helden HP und Wut entzieht. Zudem Siegel beim Ausspielen werden alle gegnerischen Kreaturen daran gehindert, nächste Runde etwas zu tun, außer sie verhindern es durch Immunität. Und sie hat Wiedergeburt 7, hat also eine hohe Chance, dass sie nochmal wiederkommt und dann wieder ihr Siegel macht und wieder ihr Voodoo macht. Also sehr nervige, sehr lästige und sehr coole Kreatur. Ja, das war's soweit mit meinen Kreaturen-Guides. Ich sag mal bis zum nächsten Mal. Rinnihauen.